Wie Integration gelingt, wurde im Jugendzentrum Atollin am Stetten diskutiert. Mit in der Runde Mona Dutzter, die Staatssekretärin für Diversität, Digitalisierung und öffentlichen Dienst. Es ging um Integration von Flüchtlingen, aber auch im Jugendzentrum natürlich um die vielen Jugendlichen, die hier kommen und die das Angebot auch genießen. Es ging auch natürlich um die Jugendlichen der zweiten und dritten Generation. Im Detail wurde das Thema Diversität und Integration aufgesplittet, um über die Hürden in der Alltagsrealität von Haupt- und Ehrenamtlichen, über Flüchtlinge, die als Menschen gelten, die Schutz brauchen, oder auch über das Gelingen der Integration zu plaudern. Das war eigentlich sehr interessant, die Ausführungen von ihr und dass sie so viel Wert darauf legt, dass die Leute in den Arbeitsprozess einsteigen können und dass sehr viel Wert daran gearbeitet wird, dass sie arbeiten können und sich selber Geld verdienen. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, weil es ist für die Menschen sehr würdevoll, aus eigenen Händen leben zu können, mit eigenem Verdienst leben zu können. Für das Gelingen von Integration braucht es unter anderem eine solide Basis. Die liefern vor allem die vielen zahlreichen Angebote der Stadt am Stetten in Zusammenarbeit mit den Vereinen. Wir betreiben in Niederösterreich an 3 Standorten Unterkünfte für Asylwerberinnen. Ja, circa 50 Personen betreuen wir, und zwar in Wiener Neustadt, hier in Haus Menning und in St. Valentin. Und wir sind verantwortlich eben für Unterkunft, Verpflegung und auch Betreuung. Die Diakonie ist in unterschiedlichen Bereichen tätig. Wir am Integrations- und Bildungszentrum begleiten anerkannte Flüchtlinge, also mit positivem Asylbescheid oder mit anerkannt subsidiär schutzberechtigte Familien, geben Starthilfe, begleiten bei Behördengängen, unterstützen bei Behördengängen, Formulare ausfüllen, Vermittlung zu Deutschkursen. Wir haben selber auch ein Kontingent an Wohnungen, das wir dann für eine befristete Dauer als Startwohnung zur Verfügung stellen. Ja, sind in diesem Bereich tätig. Das Verbindende ist bei allen Angeboten immer die deutsche Sprache, bestätigt Nationalratsabgeordnete Kulturstadträtin Ulrike Königsberger-Ludwig und sieht sie als Schlüssel für eine gelingende Integration. Wir sind sehr zuversichtlich damit, dass mit dem Integrationsjahr, das beschlossen wurde, diese Systembrüche ein bisschen aufgehoben werden, dass man einfach einen durchgängigen Plan hat, wie man die Menschen am besten in unsere Gesellschaft integriert. Und ich glaube, dass das auch heute sehr gut diskutiert worden ist, dass das die Organisationen auch gut aufgenommen haben, weil sie vor allem in diesem Bereich das Problem sehen. Daraus lässt sich laut Mona Dutzter eines ableiten: Integration fällt nicht vom Himmel. Daher startet Österreich in das Integrationsjahr und bietet wichtige Angebote und flächendeckende Integrationsmaßnahmen an, damit sich die Menschen so rasch wie möglich selbst erhalten können.